Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Ducky LP. Ja Leute, ich begrüße euch ganz herzlich hier zu einer wundervollen LBH-Folge, wo wir heute natürlich weiter bauen an diesem komischen Schloss namens Hogwarts. Das Problem, wenn man zwei Wörter miteinander kombiniert, die nicht miteinander kombiniert werden wollen. Ja, genau. Und wir haben in der letzten Folge, und zwar gestern am Sonntag, diese Burgmauer hier schon angefangen zu bauen. Und da würde ich natürlich gerne heute mit euch ein bisschen weiter bauen, aber natürlich mit dem Hintergrund, ja, ich weiß, wir werden hier terraformen müssen. Und da habe ich mich auch so ein bisschen schon mit abgefunden. Das wird heute wieder keine Speed-Folge. Ich werde, denke ich, erst ab nächster Woche wieder montags Speed-Folgen bringen. Nur, heute habe ich ein unglaublich wichtiges Thema am Start. Oder ein Thema, was mir persönlich wichtig ist oder was ich gerne mal ansprechen wollen würde. Und wo ich einfach, ja, es besser fände, das in Ruhe zu machen während einer gemütlichen Folge, als jetzt extra noch, keine Ahnung, 5 Stunden vorher hier rumzuwerkeln und so und dann alles in Speed aufzunehmen. Und vor allem finde ich auch, zu viele Speed sollte es auch nicht geben. Wir haben ja noch Zeit ohne Ende und von daher, ne, bin ich da auch ein bisschen lockerer. Und wir machen ab nächster Woche wahrscheinlich wieder Speed-Folgen. Versprechen will ich das noch nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich. Und wenn ich mich nicht in meinen Versprechen getäuscht habe, habe ich ja zumindest eingehalten, dass jetzt immer Abstimmungen oben auf dem i kommen. Das habe ich ja jetzt in den letzten Wochen, glaube ich, immer gemacht. Aber weil ich vorproduziere, kann ich es jetzt nicht safe sagen, weil kann auch sein, dass ich es vergessen habe. Weil, ne, ich kann es ja nicht wissen. Ich kann ja nicht wissen, was ich in Zukunft mache und was ich nicht mache. Aber ich hoffe zumindest. Und ja, das als kleines Schmankerl dafür, dass ich dann halt jetzt keine Speed-Folge bringe. So, aber wie gesagt, haben wir heute ein sehr cooles Thema. Bauaufgabe habe ich gerade auch schon mal thematisiert. Und zwar werden wir heute, wie gesagt, die Mauer hier ein bisschen weiterbauen. Und hier natürlich auch alles auf die richtige Höhe bringen. Und ich glaube, man erkennt schon, hey, da wird es gleich ein bisschen tiefer. Und ich glaube, da werden wir dann auch aufhören mit dem Terraformen. Also viel Terraformen werden wir eh nicht, weil es hier zu tief wird. Leute, das wird Horror. Das wird der Horror auf Erden, ich sag's euch. Aber wir versuchen unser Bestes. Ja, während wir unser Bestes versuchen, lese ich euch mal den heutigen Kommentar vor, der auch das Thema vorgibt. Und zwar kommt der heutige Kommentar von der lieben Alisa. Oder Alisa, oder wie auch immer. Sie hat auf jeden Fall geschrieben, Hashtag Meinung... Ah nee, sie hat keine Hashtag geschrieben. Tut mir leid, Alisa. Sie hat geschrieben, Meinung für LBH. Basiert die DA-Gemeinde nur auf dich oder muss man sich, oder muss man dich gar nicht mögen, um in der DA-Gemeinde zu sein? Sei ehrlich. Eine echt coole Frage und eine Frage, die ich ja eigentlich auch mal angebracht finde, weil es bei vielen Leuten vielleicht die Frage gibt. Manche haben sich vielleicht nicht getraut zu fragen, manche haben es vielleicht wieder vergessen zu fragen, aber ich finde es grundsätzlich interessant und würde das gerne einmal ansprechen, weil ich da natürlich eine fundierte Meinung zu habe und die natürlich auch gerne mal jetzt hier an dieser Stelle nennen wollen würde. Das ist jetzt natürlich sehr viel Real Talk, den ich hier anbringen werde, aber ich finde auch angebrachter Real Talk und auch Real Talk, der wichtig ist, weil ja, ich sehe in den Kommentaren, vor allem im Live-Chat, auch häufig bei Livestreams, immer mal wieder Leute, die ein bisschen verwundert sind, wie wir innerhalb der DA miteinander umgehen, wie die Leute auch mit mir teilweise umgehen. Und da möchte ich gerne mal so für ein bisschen Aufklärung sorgen und natürlich auch die Frage von Alisa hier beantworten. Muss man mich mögen, um in der DA zu sein? Oder darf man mich auch hassen? Das ist eine Frage, die definitiv sehr interessant ist und die ich dann jetzt mal im Laufe dieser Folge beantworten werde. Ja, worauf gehe ich zuerst ein? Ich würde sagen, direkt auf die Frage und dann driften wir nachher so ein bisschen noch ab, das auf jeden Fall. Also, grundsätzlich, ich drösel das mal ein bisschen anders auf. Man muss kein Dagi-LP-Zuschauer sein, um in der DA zu sein. Weil das, finde ich, geht auf gar keinen Fall. Also das kann ich auch nicht voraussetzen, weil die DA ist eine soziale Gemeinschaft. Ich würde niemals jemanden ausschließen, nur weil er zum Beispiel sagt, ja, ich finde die Videos jetzt vielleicht nicht so mega Bombe oder, ich gucke dich vielleicht nur ganz selten oder so. Oder vielleicht hat die Person auch keine Zeit, meine Videos zu gucken und kann deswegen nicht zuschauen. Das ist ja auch zum Beispiel ein häufiger Grund bei Leuten. Und dann komme ich natürlich nicht her und sage, ey, du hast keine Zeit, meine Videos zu gucken, dann bist du auch nicht in der DA. Das würde ich niemals machen, Leute. Wie asozial wäre das bitte? Es ist definitiv nicht nötig, meine Videos zu schauen, um in der DA zu sein. Aber, jetzt kommt das kleine, aber feine Aber. Mich persönlich, und das ist einfach so mein Ego, was da jetzt mit reinspielt und was
denke ich, auch nachvollziehbar ist für euch. Mich persönlich würde es stören, wenn Leute in der DA sind, die mich wirklich nicht mögen. Also, um deine Frage zu beantworten, Alisa, man sollte mich schon mögen. Argumentation kommt jetzt sofort. Sekunde. So. Und zwar, die Argumentation lautet wie folgt. Es ist natürlich auch für mich mega blöd, wenn jetzt, sag ich mal, die DA fast nur aus Leuten besteht, die, Dagi LP einfach nicht mögen, weil DA heißt, also in Form unserer Community heißt DA, Dagi LP ist Army. Das ist jetzt nicht irgendwie, weil ich mir eine Armee aufbauen will, wie manche andere YouTuber, die dann diese Armee nutzen, um irgendwelche Hate-Aktionen zu starten oder so, weil man kann Armeen natürlich auch für positive Dinge nutzen, wie wir das ja zum Beispiel bei Liebe streuen und so weiter machen. Aber das ist halt vor allem deswegen der Name, weil ich halt, ja, so ein Insider quasi entwickelt habe zur DA aus den Harry Potter Filmen. Dort gibt es ja auch eine DA und die heißt Dumbledore's Army. Und als Insider daran habe ich einfach gesagt so, okay, wir ändern das Dumbledore ab und machen daraus Dagi LP. Dadurch bleiben die Initialien erhalten und wir haben einen Insider quasi aus den Harry Potter Filmen eingebracht. Das war so quasi der Ursprungsgedanke, warum diese Community hier DA heißt. Und das heißt eben nicht Dumbledore's Armee wie in Harry Potter, sondern Dagi LP's Armee. Und der Name suggeriert ja schon, dass man mich jetzt nicht unbedingt hassen sollte, wenn man sich zu meiner Armee zählt. Auch wenn ich das Wort Armee nicht so gerne nehme. Wie gesagt, es hängt mehr mit dem Insider zusammen als mit irgendeiner anderen Bedeutung. Aber es ist trotzdem eine sehr enge Gemeinschaft hier, die natürlich auch sich in vielerlei Hinsicht widerspiegelt und alles. Und ich fände es halt unglaublich scheiße, auch für mich persönlich, wenn hier wirklich Leute bei wären, die wirklich offenkundig sagen oder denken, boah, Dagi LP ist scheiße, den mag ich nicht, der ist mir unsympathisch, ich mag seine Videos nicht, also, ich weiß nicht, also mich würde das persönlich sehr stören und deswegen würde ich sagen, weil ich ja schon irgendwie der Gründer der DA bin in dem Sinne, ich will mich niemals als der Schöpfer oder so, also als der Schöpfer der DA irgendwie nach vorne stellen oder so. Ich bin mit euch auf Augenhöhe, das habe ich auch häufig genug bewiesen, denke ich. Und das ist auch auf jeden Fall so. Ich stelle mich auch auf Twitter nicht über euch. Ich versuche immer alles auf Augenhöhe zu machen, also immer mit euch zu reden, als wärt ihr einfach Leute, ja, mit denen ich ganz normal rede. Ich will nicht irgendwie der YouTuber sein, der fame YouTuber, auf den alle hochgucken. Ich will einfach einer von euch sein. Aber da ist es natürlich dann auch logisch, wenn jetzt Leute kommen und mich jetzt als Person überhaupt nicht leiden können, dass das natürlich auch für mich kein schönes Erlebnis ist. Und da frage ich mich dann natürlich auch so, okay, was machen die Leute dann hier? Also dann verstehe ich auch so den Hintergrundgedanken nicht, warum sich die Leute überhaupt diese Community ausgesucht haben. Deswegen würde ich sagen, man muss meine Videos nicht alle gucken, man muss sie auch nicht ständig gucken, um in der DA zu sein, aber man sollte mich auch nicht hassen. Und ich glaube, das könnt ihr wahrscheinlich alle sehr gut nachvollziehen, warum ich das so sage. Und ich denke mal, das ist auch nicht verwerflich, wenn ich das jetzt so sage, weil, ja, es ist einfach für mich total bescheuert, wenn meine eigene Community, ja, mich nicht mögen würde, ne? Auch wenn es nur ein kleiner Teil wäre, aber es ist einfach kein schönes Gefühl. Und deswegen würde ich das als einzige Bedingung quasi so sagen. Wer mich unsympathisch findet, ja, der kann ja gerne, keine Ahnung, es gibt ja noch andere Communities, ne? Ich meine, man muss sich dann ja nicht dieser anschließen und ich verstehe auch nicht den Grund, weshalb man sich der DA anschließen will, wenn man sagt, Dagi LP ist scheiße. Verstehe ich überhaupt nicht. Kommt auch nicht häufig vor, also es gab zwar schon Fälle, wo sich Leute zur DA gezählt haben und mich jetzt nicht leiden konnten, aber ja, also ich bin da kein Freund von. Ich kann den Leuten natürlich dann auch nicht ins Gesicht sagen, ey, du gehörst nicht zur DA, weil diese Macht habe ich mir schon längst weggenommen. Ich habe keine Macht darüber. Die DA ist selbstregulierend. Die DA kümmert sich selber quasi um ihren Erhalt auch zum Teil. Klar unterstütze ich das und ich helfe natürlich da immer gerne mit. Aber die DA ist eine selbstaktive Community, die natürlich sich irgendwie auch selber schon so ein bisschen aufgebaut hat. Und dadurch kann man natürlich da jetzt nicht so groß mehr irgendwas durchsetzen, sage ich mal. Aber trotzdem, ja, wäre das halt für mich persönlich ein wichtiges Anliegen. Aber ich denke mal, ihr versteht mich da, wenn ich das sage, warum ich das cool fände. Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und was auf jeden Fall auch dazu gesagt werden muss, und das finde ich passt jetzt auch gerade zum Thema nämlich ganz gut, es bekommen nämlich immer viele Leute, gerade im Live-Chat mit, dass mich Community-Mitglieder, die schon immer oder lange dabei waren oder sind, dass die mich dann häufig mal beleidigen und so. Leute, ich will das jetzt einfach mal in einer LBH-Folge aufklären. Ihr seht ja auch zum Beispiel im Thumbnail, habe ich einige Leute auf Twitter gebeten, mich mal übel zu beleidigen, damit ich das in die Thumbnails hauen kann. Und haben dann auch einige gemacht, aber die Leute machen das natürlich auch eigenständig.
Das ist nichts Schlimmes und hat auch nichts mit Hate zu tun. Auch wenn die Leute das jetzt wahrscheinlich jetzt in die Kommentare schreiben werden, ey Daniel, das hat doch was mit Hate zu tun. Das ist alles eine ironische Sache hier auf YouTube und generell auf Twitter. Und ja, mein ganzer Kanal ist sehr sarkastisch und ironisch aufgebaut. Und die Leute, ja, beleidigen mich manchmal sarkastisch. Es ist einfach so, ich nehme mich selber nicht so ernst und die Leute nehmen sich selber auch nicht so ernst. Es ist halt immer noch alles auf Augenhöhe und genauso wie die Leute mich manchmal so ein bisschen stänkern in den Kommentaren oder so oder teilweise, ja, Sachen sagen wie du Lauch oder so, ne? Genauso stänker ich auch zurück, genauso schreibe ich denn solche Sachen eben auch an Community-Mitglieder und die gehen dann auch nicht direkt auf die Barrikaden, sondern die verstehen das, dass ich das nicht ernst meine und dass es ein ironischer, sarkastischer Joke ist und ich finde diese Art der, ja, Beziehung, um das jetzt mal so zu sagen, ich weiß, die Beziehung zwischen YouTuber und Zuschauer ist natürlich immer um viele Ecken herum, aber ich nenne es jetzt einfach mal in Anführungszeichen Beziehung. Die Beziehung zwischen uns ist eher so, ja, so eine Hassliebe würde ich auch nicht sagen, aber es ist schon so, ja, wir mögen uns alle sehr gerne und deswegen, also wir mögen uns so gerne, dass wir uns sogar darin vertrauen, dass wir uns sarkastisch necken können. Weil ich finde, sarkastisches Necken ist so quasi der höchste Beweis an Vertrauen, den man aufbringen kann, weil man würde sich wahrscheinlich von niemandem sarkastisch necken lassen, wo man nicht das Vertrauen hätte, dass die Person es nicht, ja, nicht ernst meint. Und das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt und deswegen finde ich es auch sympathisch, dass wir das machen können, weil es eben auch beweist, dass wir einander vertrauen, dass wir wissen, hey, die Person meint das gerade nicht ehrlich, die meint es gerade nicht so ernst und möchte mich nur so ein bisschen auf den Arm nehmen und im Umkehrschluss kann die Person natürlich genauso rumstänkern klingt negativ, oder so ein bisschen rumnecken, sage ich mal. Und was ich da auch ganz wichtig finde, für alle Leute, die das jetzt vielleicht irgendwie doch blöd finden, es darf natürlich nicht die Regel sein. Also ich finde es auch schön, wenn die Leute einfach mal mich auch loben, wenn sie mir liebe Kommentare schreiben, wenn sie schreiben, Daniel, du hast gute Arbeit geleistet, Daniel, das fanden wir toll, Daniel, du bist ein super Typ. Klar, ich freue mich da auch drüber und ich finde, das sollte auch nicht zu kurz kommen, wenn man mal was Gutes gemacht hat, weil nur necken ist auch nicht schön, da stimme ich euch auch zu. Aber ein bisschen so davon, so ein bisschen necken, so ein bisschen ironischer Sarkasmus, ja, ironischer Sarkasmus ist ein bisschen komisch jetzt, also ein bisschen Sarkasmus oder Ironie finde ich echt nicht verkehrt und macht die Beziehung zwischen uns hier auf YouTube und auf Twitter und so weiter und so fort auch wirklich sehr sympathisch und sehr angenehm, weil es halt alles auf Augenhöhe ist. Also ich könnte es, also mir ist es lieber von meinen Zuschauern ab und zu als Lauch bezeichnet zu werden und zu wissen, dass sie das nicht ernst meinen, als ständig zu lesen, oh, Daniel, du bist der Tollste, Daniel, du bist der tollste Mensch der Welt, wir lieben dich alle, ich will dir den Popo lecken. Oh, sorry, Leute, ist noch keine 22 Uhr, sorry, aber ihr wisst, was ich meine. Lieber habe ich so eine sarkastische, freundschaftliche Basis, also freundschaftlich wieder in Anführungszeichen, man muss ja vorsichtig sein, was man hier so sagt, also lieber habe ich sowas, wo man sich so ein bisschen sarkastisch necken kann und das nicht zu ernst nimmt, als irgendwie Leute, die mir ständig Honig ums Maul schmieren und ja, nie was anderes machen. Also ich mag es auch, wenn man mir Honig ums Maul schmiert, so will ich es jetzt nicht sagen. Ich glaube, jeder mag das. Wenn ich jetzt jemanden von euch in den Himmel loben würde, würde man sich wahrscheinlich auch vielleicht ganz gut fühlen im ersten Moment. Ich mich natürlich auch und ich finde das auch mal ganz nett, wenn mir Leute so total liebe Briefe schreiben oder so, wo sie sagen, boah, du bist so toll und alles. Ja, finde ich toll, aber das sollte genauso in Maßen geschehen wie dieses Necken zum Beispiel. Und ich finde, eine gesunde Portion aus beiden ist wirklich eine extrem schöne Sache, die es auch in nicht so vielen Communities gibt. Weil in den meisten Communities ist es entweder so, dass die Zuschauer dem YouTuber blind hinterherlaufen, siehe Dagi B oder Bibis Beauty Palace. Oder dann gibt es auch wiederum Communities, wo der YouTuber wirklich überhaupt keine Bindung zu seinen Zuschauern hat, siehe, ja, Julians Blog zum Beispiel, als kleineres Beispiel. Er hat ja wirklich seine Zuschauer immer beleidigt, hatte aber auch nie wirklich einen Draht zu ihnen. Das heißt, da waren die Beleidigungen vielleicht auch nicht ernst gemeint, aber sie waren auch nicht wirklich als Necken irgendwie greifbar oder so. Und bei mir ist das halt so ein Mittelding. Ich möchte halt meine Zuschauer auch mal so ein bisschen necken können, genauso wie sie mich necken können. Und wir das beide, also beide Seiten sehen das dann nicht so eng. Genauso wie ich es auch schön finde, wenn wir uns gegenseitig mal loben und Honig ums Maul schmieren. Weil ich finde, so eine Mischung aus beiden macht die ganze Sache hier am schönsten und das passiert in der DA. Wir können auch Themen ernst besprechen, wir sind nicht immer nur ironisch und sarkastisch. Wenn mal ein Thema kommt, was irgendwie eine gewisse Ernsthaftigkeit voraussetzt, können wir auch ernsthaftig sein oder ernst, sag ich mal. Und genau dieses Gespür für Humor, für Sarkasmus und für Ernsthaftigkeit ist genau das, was ich so schätze an der DA. Weil die DA genau weiß, wann welche Emotion bzw. wann was nötig ist oder gebraucht wird,
Und ich finde das wirklich extrem klasse. Moment, Zeitumkehrer, ahoi. So. Und ja, das wollte ich jetzt auch nochmal kurz loben an dieser Stelle. Liebe DA-Leute, die hier gerade zuschauen, ich finde es richtig, richtig klasse, dass ihr diese Mischung aus Ernsthaftigkeit, Humor, Sarkasmus und Necken und Honig ums Maul schmieren, dass ihr diese ganzen Facetten quasi miteinander vereint und alles in den richtigen quasi Dosen oder beziehungsweise Portionen verpackt, sodass nichts davon irgendwie zu viel werden könnte. Und das finde ich wirklich klasse und wirklich mal Applaus an euch, Leute. Ich finde das richtig, richtig cool. Ich bin da wirklich echt begeistert und das kann man nicht von vielen Communities behaupten. Und ja, wirklich, Leute, cool. Also, es gibt vielleicht auch YouTuber, die das einfach absichtlich nicht machen, weil sie das vielleicht nicht schön finden, wenn sich Zuschauer untereinander so ein bisschen sarkastisch necken. Aber ich finde, das nimmt auch so ein bisschen so dieses ich mag es nicht, wenn Leute Stöcke im Arsch haben. Also, dieses Stock im Arsch-Verhalten, dieses, er hat mich beleidigt, oh mein Gott, so. Ich kann dem überhaupt nichts abgewinnen, Leute. So, ich mag es überhaupt nicht, wenn Leute so einen Stock im Arsch haben oder wenn sie generell so, ja, so mega empfindlich sind bei allem und, ja, ich weiß nicht. Also, ich finde, so wie sich die DA entwickelt hat, komme ich auch am allerbesten damit klar und es gefällt mir wirklich sehr. Deswegen macht euch keine Gedanken, wenn mich mal Leute irgendwie sarkastisch beleidigen oder so. Die kriegen dann ihr Fett weg, indem ich sie halt zurück sarkastisch beleidige. Aber, das hat nichts mit irgendwelchen ernsthaften Beleidigungen zu tun oder so. Und ja, genau, also das ist ein wichtiger Punkt. Was natürlich wichtig ist, man muss das vielleicht auch am Anfang lernen, das können vielleicht auch nicht alle direkt. Es muss natürlich klar sein, dass es Ironie ist und Sarkasmus. Also wenn ihr jetzt schreibt, Daniel, du hässlicher Hurensohn, Punkt, ne, dann ist klar, dass ich das nicht als Sarkasmus verstehe. Wer soll das auch als Sarkasmus verstehen? Es muss natürlich für mich schon irgendwo erkennbar sein, dass ihr das jetzt gerade nicht ernst gemeint habt. Aber das ist, denke ich, klar und das muss ich euch auch nicht erzählen. Das sollte, denke ich, auf der Hand liegen. Und ja, genau. Das, finde ich, war echt ein mega geiles Thema. Selber so noch was dazu sagen. Ich wüsste jetzt nicht, was man dazu noch sagen kann. Ja, also, wie gesagt, ich glaube, ich habe auch alle Punkte genannt. Man muss mich nicht immer schauen, um in der DA zu sein. Man sollte mich aber durchaus mögen, um in der DA zu sein. Begründung habe ich dafür genannt, aber wie immer, also ich bin zwar der Erschaffer quasi der DA, aber grundsätzlich ist meine Meinung immer noch, ja, ausbaufähig. Deswegen, wenn ihr nicht der Meinung seid, dass man mich mögen muss, um in der DA zu sein, dann schreibt mir gerne Gegenargumente in die Kommentare. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es da wirklich viele gibt, weil es einfach schwachsinnig ist, ja, mich zu hassen und gleichzeitig in der DA zu sein. Man könnte höchstens sagen, so, ja, aber vielleicht suchen die Leute einfach nur eine große Harry Potter Community und mögen dich einfach so nicht, aber wollen in eine große Harry Potter Community. Finde ich dann aber auch verkehrt, weil, ja, weiß ich nicht, es hat sich hier über die Jahre alles so aufgebaut und alles eben auf dieser Basis und dann würde sich die Basis auch irgendwie verändern, ich weiß es nicht. Ich persönlich fände es halt nicht schön und wenn sich das in die Richtung entwickeln würde, würde ich sehr unzufrieden und sehr unglücklich werden und ich hoffe einfach, dass das nicht passiert und ja, das ist mir halt persönlich sehr wichtig. Ich bin einfach mal gespannt, was ihr da sozusagen habt, boah, Leute, Wortfindungsstörungen. Ich bin einfach mal gespannt, was ihr so dazu sagen werdet und belasse es jetzt erstmal dabei, weil ich glaube, ich habe meinen Standpunkt ganz klar gemacht. Und ja, jetzt warte ich mal auf euren und dann gucken wir mal. So, ich habe jetzt hier gerade wieder so ein bisschen unnötigen Terraform betrieben. Wobei unnötig ist er eigentlich nicht, aber er war jetzt auch nicht unbedingt nötig. So in dem Sinne. Aber jetzt ist natürlich wiederum die... Boah, komm schon, Daniel, was hast du denn heute schon wieder gesoffen? So. Die Frage ist jetzt natürlich, wie machen wir genau weiter? Das Foto habe ich jetzt gerade auf meinem Handy geschlossen, was jetzt nicht so clever war. Uno momento, por favor. Ich weiß, dass ich das falsch ausspreche, Leute. Ihr braucht mich nicht korrigieren. Ich weiß das. So. Muss mal kurz warten. Ich hab's gleich, Uno momento. Wartet, Leute. Ich hab's gleich. Da. Ich hab's. So. Ach, Herr Jemine. Oh Gott, Leute. Ja, ich dachte eigentlich, die Mauer endet hier so gleich oder da hinten, aber die geht einmal komplett rum und ich weine gleich. Ja. Lustig. Ja, gut. Dann würde ich sagen, nutzen wir die Folge, um das hier einfach nochmal ein bisschen höher zu machen. Das ist halt die Stadtmauer, Burgmauer, Leute. Für jedes Mal, wenn ich jetzt Stadtmauer sage, Leute, ja, ich muss mir irgendwas ausdenken, damit ich mich dran erinnere, nicht immer Stadtmauer zu sagen, weil es ist eine Burgmauer. Also, ich wollte gerade sagen, für jedes Mal ab jetzt, wenn ich Stadtmauer sage, gebt ihr mir einen Dislike, aber dann würde ich da übel drunter leiden. Das riskiere ich lieber nicht. Aber dann würde ich mich halt wahrscheinlich dran erinnern. Aber nee, machen wir nicht so, Leute. Für jedes Mal, wenn ich es vergesse, dürft ihr
Boah, keine Ahnung, ey. Boah, ja, ich mach's einfach so. Wenn ich das jetzt nochmal falsch sage, dann muss ich ab jetzt bei der nächsten Folge zwei Abstimmungen machen, oben auf dem i. Weil ihr findet ja Abstimmungen anscheinend mega toll, das sagt ihr zumindest immer. Und das wäre auf jeden Fall für mich eine Bestrafung, weil es ist teilweise schon schwer, für jede Folge eine Abstimmung zu finden. Weil, ja, keine Ahnung. Ich finde das schwer, Leute. Ja. First World Problems und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Gut. Ja, also ich mache jetzt noch eben diese Höhe, dann geht die Folge auch nicht ganz so lange. Ist ja auch nicht so mega schlimm. Ich meine, ich habe trotzdem, denke ich, meinen Standpunkt ganz gut klar gemacht. Und ja, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch das Abwarten, was ihr so dazu schreibt. So, oder die Steine gehen mir aus. Eins von beiden. So, 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 so. Aber ich bin echt mega, mega froh, dass wir diesen komischen Teich hier nicht mitnehmen. Das wäre so, so scheiße gewesen. Weil den zuzubauen, also ich meine, mir graut es ja schon vom Meer da hinten. Wir müssen ja schon das Meer ein bisschen zubauen. Aber, ja gut, wenn das jetzt noch dazugekommen wäre, guckt mal bitte, Leute. Wartet, guckt mal bitte. Also das ist schon echt negativ. Das sind ja schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 Steine. Und da geht es runter auf 13 bzw. 14 Steine. Das ist einfach ein eine riesen Fläche, die da beansprucht wird. Und ja, also ich fände es nicht so mega klasse toll, wenn wir das hätten zubauen müssen. Aber müssen wir ja zum Glück nicht. Deswegen, ja, ist es ja auch egal. So. Zack, 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 zack. So, und dann nochmal hier so, zack, 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 zack. So, und jetzt noch die letzte Ebene und die Steine gehen jetzt auch leer. Haben wir noch welche? Yo, 26, wow. Nicht zu viele, Daniel. So, aber diese Ebene baue ich natürlich noch eben fertig, das wäre ja jetzt lächerlich. Ich baue mir nochmal eben kurz ein paar Steine ab, Leute. So. Und dann haben wir die Mauer auch schon zumindest auf die richtige, nein, nicht die richtige Höhe, aber wir haben zumindest hier schon einen Fortschritt geschafft. Man erkennt es jetzt schon als Mauer und kann sich das jetzt schon mal bildlich so ein bisschen vorstellen. So, Leute, damit haben wir den Anfang der Mauer hier schon gebaut. Wir sind schon ein Stückchen weitergekommen, wissen jetzt ganz genau, wo die Gewächshäuser hinkommen und ich bin wirklich sehr, sehr begeistert. Es sieht wirklich mega geil aus. Auf der anderen Seite bauen wir aktuell den Innenhof, den zeige ich auch nochmal kurz, weil wir den in der Folge gar nicht gezeigt haben, glaube ich. Und ja, da sind wir auch auf einem guten Weg. Ja, Leute, würde ich sagen, sind wir insgesamt auf einem guten Weg. Und wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Darüber würde ich mich wirklich riesig freuen. Und ansonsten auch gerne einen Kommentar schreiben zu dem heutigen Thema. Oder auch generell vielleicht einen Themenvorschlag für die nächsten Folgen. Und in diesem Sinne, euch allen einen wunderschönen Tag. Macht was draus. Und bis zur nächsten Folge von Let's Build Hogwarts. Ciao, Leute.